Oh, ich habe einen Feuerlöscher gefunden. Oh Gott, hier kommen Zombies! Muss hier raus! Mach die fucking Tür auf! Lauf. Oh, ich habe Trockenmilch gefunden. Ich lag einfach mal auf so einem Gardiner. Bradley! Ich echt... schieß gerade da rum. Nee, ich schieße nicht mehr. Hier sind Leute. Oh, hier liegt ein Toter. Ich glaube, ich jetzt einfach mal sein Rucksack. Ich hoffe, wir werden das nicht erschossen. Warum muss ich hier echt gut umschauen, ey? Ich nehme auch nochmal seine Batterie weg. Und tschüss. Oh, es liegt mir. Ich habe irgendwas gefunden, aber ich hau jetzt hier erstmal ab, weil wenn hier ein Toter liegt, wird es wohl einen Grund gehabt haben, warum er gestorben ist. Hey, ich habe doch den Rucksack mitgenommen, oder nicht? Ja. Aber der wird irgendwie nicht angezeigt. Nein, der wird irgendwie bei der Frau hier nicht angezeigt, der Rucksack. Aber ich habe ihn auf jeden Fall. Hm. Ja, was habe ich da? Ich habe auf jeden Fall was zu essen. Ich habe jetzt... Berezino sind echt gut Zombies. Turning to Iron Pipes. Man, ist ja auch irgendwie jetzt Crafting drin, ne? To rock frame such as any forward pressure on the handle trend and pull the jaw triggers together. Was war das? So, hier auf jeden Fall irgendwie so eine Transfusion gefunden. Saline Bag. Was macht denn das? Contains isotine saline. Was ist isotine saline? With connected and triggered delivery attachment already contains everything needed to administer a saline transfusion. Was ist saline? S-A-L-I-N-E. Ich denke, also ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es eine Infusion gegen eine Krankheit ist. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es gibt kein Antibiotikum mehr. Oh, jetzt sieht man auch meinen Rucksack, geil. Alter, ich krabbel ja gerade durch Berezino. Nachtspiel latschen irgendwie. Was war immer, keine Ahnung, weil alle viel vorsichtiger spielen. Ja, alle schon viel was. Weniger sehen. Wenn du auf einmal so einen Schatten von so einem Zombie entdeckst, das ist... Ich meine, ich weiß ja, wie es bei Tag aussieht, also na, eigentlich ist es nicht so wichtig, dass es Tag ist. Alter, hier, alle in Tschernos, ja, du kennst noch das große, wie heißt das? Hotel? Wo immer eigentlich kein Loot war, nur so eine Eingangshalle war, wo man eigentlich nie reingegangen ist. Ja. Da ist ein Flugzeug reingecrashed. Ist alles kaputt jetzt nice. Hier. I'm thirsty. Ja, ich habe leider nichts zu trinken, finde ich. Tut mir leid. Weißt du noch, wie du im Berezino vom Krankenhaus gerollt bist mit der DMR? Mit der Bauernsniper war ja. War das Bauernsniper? Ich dachte, das wäre eine DMR. Wir hatten doch DMR und AS-50. Nee, nee, ich meine, das war. Doch. Wollen wir wetten? Ganz sicher, wir können nachschauen. Wir haben Klaus. Und der Zombie kommt! Fuck, lauf! Lauf doch! Ich hab ein bisschen Respekt mittlerweile jetzt so vor den Zombies. Ich weiß noch nicht, wie hart die zuhauen in der Standalone. Und wie gut ich die abhängen kann. Über Brücken ging es abhängen bisher recht gut. Ja, ich weiß nicht, wo im Berezino jetzt hier eine Brücke finde. Oh, ich habe wieder eine Rotten Links gefunden. Noch irgendwas. Jeans. Blue Jeans, ja. Das ist nicht so wichtig über Green oder Blue. Ich meine, ich könnte es zu. Nein, nicht. Was hat er jetzt gemacht? Mach da Rags draus. Go. Kann man, glaube ich, nicht. Aus Jeans? What the fuck? Ja. Henrik? Ja? Ich habe gerade ein Bluttest-Kit gefunden, mit dem man seinen Bluttypen bestimmen kann. Kann man jetzt da nur noch von A nach B und so hin und her geben? Weiß so, ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich schauen, ob ich das selber machen kann, warte. Das wäre aber echt nervig. Test your blood. Oh Gott. Duck dich und raus da, raus da, raus da, raus da. Oh Gott. Wo geht der Zombie hin? Oh Gott, der Zombie glitscht hier einfach nur. Zombie glitscht. Also ich teste gerade mein Blut. Mal schauen, was dem jetzt da jetzt Output geben wird für das Ganze, für den Test. Oh, ich habe noch einen Rucksack gefunden und einen Helm. Nice. Oh, ich bin Bluttyp 0+.
Also null positiv so gesehen. Nicht plus. Followed so ein Zombie, aber irgendwie tut er mir auch nicht wirklich was. Ich glaube, der ist ziemlich buggy. Also wenn es wirklich so ist, dann kann man nur von dem richtigen Blutkuchen hin und her. Ich pack einfach mal alles ein, was ich hier gerade finde. Die hätte ich auch, die konnte ich irgendwie nicht als Waffe benutzen. Ja, es geht noch nicht alles in die Hand und so. Ey, nimm sie doch mit, die Wooden Sticks. Wie oft soll ich sie noch looten? Was gehört mit dem Blut? Was? Was hast du jetzt nochmal mit Blut? Ja, dass jeder seinen Bluttyp hat. Du kannst aber wahrscheinlich Bluttransfusion nur von dem einen in den anderen Bluttyp machen. Ja, aber du findest doch eine Bluttransfusion und dann ist die A, B oder was? Ja, ja. Oh Gott, ey, das wird ja ein Hammer. Krass. Irgendwie deine Bluttransfusion zu finden. Oder zu bekommen. Ich habe schon mal Epinephrin gefunden. Und Pen gefunden, Stift. Alter, dieser Zombie. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Hol mal dein Messer raus. Alter, blute ich? Ich blute. What the fuck? News. Ja. Use. Honk. Ja, und jetzt darfst du nicht Ben. Ja, use. Oder hat er schon gemacht? Ich blute mich, glaube ich, nicht mehr. Hey Gott, ist das umständlich hier. Der leckt da auch ein bisschen, der Server. Doch, ich glaube, ich blute noch. Ja, da hinten, es blutet irgendwo am Arsch der Welt. Use. Und nimm kurz eine Taschenlampe in die Hand und wieder weg und dann noch mal. Ja, ich blute irgendwie so einen Meter neben meinem Charakter. Das ist ganz komisch zu gucken. Also. Ich habe mich jetzt, glaube ich, auch gebändigt. Alter! Ja, alles genau. You are no longer blue. Ich habe ein Erste-Hilfe-Kit gefunden. Da sind drin zwei Verbände. Einmal eine Wasserreinigungstablette. Einmal Syringe. Okay, irgendwas mit ein Blutbag und ein IV Startkit. Ich schau einfach mal, was alles so ist. Pack das erstmal ein. Ich hab eine Baseballkappe gefunden. Und Cargo. Blue Cargo Pants. Oh, ich glaube, die sind besser, ja, die sind besser, da kann ich mehr reinpacken. Hey, wo sind meine anderen Hosen jetzt hin? Oh nein. Machen wir nicht die Hosen und so. Ich würde erst Hosen leer machen, bevor du sie auf dem Boden wärst. Jetzt Fuchikato! Oh, es liegt mir. Eine Schaufel. Und eine Mütze. Also Mützen habe ich jetzt gerade ohne Ende gefunden. So, wenn ich gerade in der sicheren Ecke bin, lese ich mal vor, was in dem Blattwerk alles drin ist. Mhm. Also, wir haben zwei Verbände. Prepack Sterile Dressing used for application, prevent, promote healing, stop bleeding. Okay, stop bleeding zweimal. Die Tabletten sind einfach da, um das Wasser zu reinigen, damit man sich dadurch nicht krank wird. Also kann man da, glaube ich, auch dann, wenn man von der Pumpe, mal schauen. Dann haben wir noch so eine Spritze. Es ist nur eine Spritze, wo nichts drin ist. Das heißt, da kann man noch irgendwas reintun. Dann haben wir ein Bloodbag, wo man Sachen rein, Blut reinfüllen kann in Lernen. Und das IV Startkit, wie ich schon gesagt, das ist alle Sachen, die benötigt werden, um ein intravenöse Zeug zu geben. Produkte, alles einzeln verpackt, bla bla bla. Okay. Ja, da glaube ich, an jemand vorbeigelaufen und eine Cobra in mein Office reinkommt. Oh Gott, da leuchtet jemand mit seiner Taschenlampe. Da leuchten mehrere Leute mit ihrer Taschenlampe. Ich packe jetzt meine Gun aus. Wenn mich irgendjemand nerven will, schreie ich, go away, or I will shoot. So, ich habe jetzt hier einfach mal im hintersten Eck des Krankenhauses ein Erste-Hilfe-Kit hinterlassen. Der nächste, der es findet, darf sich dann kurz freuen. Weil du leuchtest durch Wände durch momentan noch. Du bist mega auffällig, wenn du in deiner Taschenlampe unterwegs bist. Ja, ich sehe es auch gerade, wenn ich mich darauf achte.
Komplett durch, auch durch den Boden? Durch Boden weiß ich nicht, aber auf jeden Fall durch Wände von Häusern. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, das wären mehrere, aber das ist nur einer, der durch Wände leuchtet mit seiner Taschenlampe. Ich würde mich so viel sicherer fühlen, wenn ich wenigstens ein paar Schüsse hätte für meine dumme Waffe. So, dann haben wir noch eine Dose Vitamine gefunden. Nehmen wir gleich mal eine Packung hier. Uns geht's ja eh nicht so gut. Da kann man auch öfter rausfressen, ne? Von 46 auf 38. Okay, haben wir eine Runde Vitamine gefressen. Oder ist noch was? Ich glaube, ich mache es jetzt ganz einfach. Ich gehe einfach in die Ecken oder im Haus. Hier schlägt ein Zombie auf irgendwas. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Spieler ist oder ein anderer Zombie. Schüsse, Schüsse! Toll. Jetzt zieh dich doch. Fuck, ey, wo war der? Ich bin gerade gefangen, weil ich auf dem Weg zum Dach bin. Oh Gott, ich hätte einen Zombie gefangen. Lauf, 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 dran vorbei. Ich feel extremely tired. Was soll man dagegen noch machen? Essen, trinken, keine Ahnung. Mal das dumme Messerchen raus. Wo ist mein Messer jetzt? Oh Gott, ich hab mein Messer und alles ist weg, weil das war in der Hose. Deswegen ist es jetzt auch so weiß hinterlegt, oder kann das sein? Ja. Wenn es weg ist, dann, wenn es weiß ist, dann liegt es meistens was in der Hose. Da hast du nicht mehr was gegessen oder so. Jetzt loot ihn doch. Was soll denn jetzt? Oh, jetzt ist ein Zombie hinter mir. Jetzt muss ich rennen. Ja, hinter mir auch gerade. Ist da noch so ein Typ mit einer Waffe, weißt? Hüpf! Oh, die Hüpfanimation ist jetzt richtig cool. Alter, jetzt sprintet meiner aber wieder hier, nachdem ich Blut was gefressen und getrunken habe. Was ich sagen wollte, ich gehe jetzt einfach in das Haus rein und stelle mich sonst in die Ecken, wenn ich da nichts sehe, und tapp einfach, um zu gucken, ob da was liegt. Oben links in der Umgebung, weißt du? Ah, das ist natürlich ärgerlich, ey, mit dieser Hose, ey. Daisy ist es immer so, wenn du was auf den Boden wirst, 50-50 ist es weg. Na gut, 50-50 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Chance, dass es weg ist, ist definitiv. Alter, das ist schade, dass ich das nicht auf der Aufnahme habe, ey. Wieso? Hier, wie ich da durchs Krankenhaus durch Dings gerade vorlesen will, was ich habe, und auf einmal höre ich so, Zombie schlägt, was schlägt den anderen Zombie? Überlegst du kurz, auf einmal geht ein Schuss an meinem Kopf vorbei. Der muss da wohl gerade irgendwie von außen, ich habe keine Ahnung wo. Ich bin jetzt gerade dabei, mich in Richtung Armeezelt zu verpissen. Aber mein Typ hat schon wieder langs getrunken, der ist schon wieder hier kurz vorm Umfallen, weil ich nichts zu trinken gefunden habe. Oh, nicht zu trinken. Weißt du, ich hab alles, bis auf Trinken. Weil da hinten ist gerade mehr. Trinken habe ich auch nicht, Essen habe ich. Oh. Ich glaube, das muss ich. Ich habe aus der Entfernung open it when it's open, um ein automatisches oder Gewehr gehört. Ich habe hier gerade mit Trinken gehört.
Oh Gott, ist mir ein. Ich kann sagen, ist mir ein Zombie reingefolgt. Glücklicherweise nicht. Wo ist er? Langsam nervt mich schon ein bisschen, dass es nur schwarz-weiß ist, die ganze Zeit. Hallo? Dann liegt die Armeezelte in Berezino so. Friendly? Weg. Die Armeezelte in Berezino sind weg. Ja, die sind weg. Ich kann eh nicht schießen, oder? Antwortet mir auch nicht. Halt, hab ich da noch was gesehen? Oder eine Mütze. Eine verdammte Mütze! Mir leuchtet hier schon wieder mit so einer Taschenlampe rum wie so ein Schnitzel. Ich kann jetzt hier gerade nicht mit meiner Taschenlampe leuchten, weil der mich sofort und sieht und weiß, wo ich bin. Ich habe keine Taschenlampe mehr, das Problem habe ich nicht mehr. No, ich werde jetzt. Nee, warte. Ich werde jetzt mal gucken, ob an dem anderen Krankenhaus noch diese Militärzelte sind, weißt du? Jo. Müssten ja eigentlich da vorne ist das Krankenhaus. Ja, müssten hier um die Ecke sein. Ein gutes Messer verloren, ey, durch den komischen Bug. Ich habe meinen Schraubenschlüssel irgendwie verloren. Braucht man den? Den brauchen wir noch Gegner. Damit kann man auch auf Gegner schlagen, oder was? Ich glaube schon, ja. Vielleicht habe ich bei Rocket gesehen im Stream. Wow, ich bin eine Treppe hochgesprungen. So, ich versuche mich jetzt zu den Wohnhäusern in Berezino nochmal hinzuschlagen. Weil ich sonst hier echt, ich brauche dringend trinken. Ich habe auch Tabletten, um dringend zu reinigen. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. Ist nicht gut, oder? Trinken, glaube ich, dagegen. Ich habe nichts. Oder? Essen, essen, ich habe eine Banane, aber es bringt nichts dagegen, oder? Ich habe Wasser, so ein Brennkocher. Also die müsste ich satt machen, aber die macht dich vielleicht auch krank. Na, egal, ich esse jetzt einfach mal die. Was habe ich zu verlieren? Habe ich nur noch leichte Kopfschmerzen. Warte, wie weit geht denn das hier hoch in diesem Krankenhaus? Hast du was gegessen oder getrunken gegen die Kopfschmerzen? Gegessen. Jetzt habe ich nur noch leichte Kopfschmerzen, aber ich habe bestimmt auch Kopfschmerzen, weil ich auch noch Hunger habe. Durst. Ich weiß halt nicht, so eine Orange müsste ja theoretisch auch für Wasser zählen, weil das ist ja im Prinzip nur fast nur Wasser. Ich möchte jetzt wenigstens noch so lange spielen, bis ich hier sterbe oder irgendwas Cooles finde. Oder bis wir uns endlich mal sehen. Habt ihr vielleicht eine Taschenlampe? Ich bin gerade in einer richtig dummen Situation hier. Ich meine Taschenlampe da. Darf halt, ich kann halt kein Licht machen, weil der Typ mit der Pistole sieht mich halt über 10 Kilometer. Dann weißt du, hört sich die Wände durchgeht. Naja. Aber das ist die ganze Militärteile bei mir. Militärzelte bei Berezino entfernt haben, schon irgendwie. Wow. Nee, es gibt ja dafür deutlich mehr so Militär. Es gibt, glaube ich, eh nur noch wenig Militärloot, also von daher. Theoretisch. Wie soll man sich denn dann gegen die Zombies verteidigen, wenn man keine Militärwaffen hat? Ja, die sollen ja jetzt auch eine Bedrohung sein und die soll man nicht einfach so skippen und wegfahren. Ich glaube, es gibt hier einfach keine Militärzelte mehr. Oh, was hat er dabei? Oh, aber der hat eine komisch, Axt. Und er hat eine Taschenlampe wieder. Aber dafür haben sie halt dann bei Balotta vergrößert. Also wenn sie weniger machen wollten, wäre das ja total falsch dafür gewesen. Ja, das stimmt.
Je, ich habe eine Nahkampfwaffe, ich habe eine Axt. Was sind meine Racks? Was habe ich denn damit schon wieder gemacht? Ich habe doch nicht alle verbraucht, das sieht mir doch nichts. Hat der noch irgendwas? Ich glaube, die Jeans, da kann ich nichts draus machen. Fuck. I feel extremely tired. Na, ich versuche nochmal. Aber ich nur glaube, ich wieder habe was zu draußen essen, wen gehört scheiße. hier, ey. Fuck. Ich habe jetzt mal zu den Häusern. Aber ich gehe nochmal da durch. Oder reicht das schon? Ja. Fuck, was mache ich jetzt hier, ey? Du musst mal endlich zu mir kommen! Hier läuft einer mit einer Waffe rum und ich sitze im Hotel fest. Ja, geh raus, YOLO, und komm nach Tscherno. Was ist dir dein Leben gerade so wichtig dann, Tscherno? Ich habe gerade ich hab so viel Medical Loot mal gefunden hier. Ja, der bringt dir aber nichts viel, wenn du keine Waffen hast und kein Trinken hast und gleich verdurstest. Ich kann ihn besitzen. Ja, du kannst ihn besitzen. Das ist natürlich super. Ja, bin ich auch. Kann man auch drüben rein? Ja. Ich komme halt nicht nach Tscherno, weil ich verduste bis dahin. Dann such dir endlich was zu trinken und go. Was soll ich dazu sagen? Feuer löschen. Wow, ich habe schon wieder eine verrottete Kiwi gefunden. Ne, orange ist das. Hier was zu trinken. Also Essen finde ich genug. Zumindest ist verrottetes Müllessen. Wenn es irgendwie um Waffen geht oder mal Munition, irgendwie sowas. Ich will nur trinken. Ja, oder trinken. Oh, ich habe jetzt starke Bauchschmerzen. Ja, das liegt am Essen, das ist immer angeverdorben, wenn du die Banane gegessen hast. Ja, was soll ich machen? Kann ich ihn auch nicht ändern. Ich suche ja schon. Aber wenn hier nichts ist, was soll ich tun? Ich weiß noch nicht, ob es so gut ist, dass ich noch renne, wenn ich eh schon durstig und so bin. Ich bin extrem müde, sagt er mir. I want to eat something. Ja, ich hab doch gerade eben schon gegessen. Dann kriegst du jetzt auch noch eine Banane. Eat. Aber diesmal ging das ohne Lag. Dann läuft jemand an mir vorbei. Hey, guy. Do you have something to drink? Repeat? Do you have something to drink? Pepsi, Cola or something? Want to trade? Yeah, what do you want? I don't know, what are you... I have something to eat, if you want to. Yeah, yeah, probably. But hang on, I'll put the water down. Here are some beans, if you want. There it is. Water bottle.
Nice, Ref. Thanks, really, really thanks. I'm nearly to die. Where did you find it? Didn't see it. Where do I find what? Your gun. Into something house here in channel. But no ammo. Oh, okay. So good luck and thanks. So do you have some food? Yeah, I dropped here some beans. Okay. Oh. Or do you want some banana? Thank you. No. Okay. Thanks. Bye. Bye. Der Typ hat mich gerettet. Sonst wäre ich wahrscheinlich verhungert. Verdurstet. Aber ich glaube, seine Wasserflasche ist jetzt auch leer. Ja, 100%. Ich rette dir keiner. Kann man Wasserflaschen wieder auffüllen, weil die ist jetzt auf 0%. Ja. Wo? An diesem Ding, an diesem Wasser hin. Echt? Aber dann brauchst du diese Tabletten, damit du ja, kann ich auch einfach die Renning kalte Kackwasser trinken. Ja, schon, wenn du krank werden willst. Ja, weiß ich nicht, was willst du machen? Gar nichts trinken und verrecken oder Kackwasser trinken? Kackwasser trinken. Ja. Und dann verrecken. Ja. An irgendeiner komischen Krankheit. Und mein Bauch. Pff, tot. Viel besser. Also, ich weiß nicht, ob in Tscherno, ich weiß nicht, wo in Tscherno überhaupt so ein Wasserding ist, ey. Jo, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall eins im Westen von Tscherno an der Tankstelle da. Ah, weiß nicht, ich denke nicht, dass ich das finde. Ich geh jetzt einfach westlich aus der Straße, also auf dem Tscherno. Am Supermarkt die Richtung. Ja, aber meinst du, im Dunkeln finde ich dann dieses komische Ding, ne? Ich suche jetzt einfach diese komischen Kack-Apartmenthäuser ab, ob hier irgendwo was ist. Ist da Batterie drin? Na, ist glaube ich leer. Z. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt was zu trinken sehen würde. Es ist einfach nur schwarz-graue Kacke auf dem Boden. Oh. I have a funny taste in your mouth. Was ist denn ein lustiger Geschmack? Ja, von deinem Schimmelessen da. Ist das denn so lustig? Funny? Fühlt sich sicher funny an. Ich weiß nicht, ob und das so alles ist prickeln anfängt. I'm extremely hungry. Okay, na, dann isst man noch so eine Rotten. Ich habe hier den super gesunden Reis, weißt du, aber ich verdurste hier. Hab leider nichts zu trinken für dich. Vielleicht kippe ich um. Lebensmittelvergiftung. Ich warte eigentlich nur drauf. I feel dizzy. Ja, was soll ich machen? Mehr trinken und mehr essen habe ich nicht für dich. Was ist das? Nichts, nichts. Oh! Oh! Eine volle Wasserflasche! Nice. Drink! Jetzt habe ich noch einen Zombie getriggert, natürlich. Oh ja, jetzt geht's mir wieder gut, ey. Jetzt geht's mir wieder gut! Nee, jetzt fühle ich mich nur noch müde. Tut mir leid, kann ich jetzt nichts gegen tun. Es ist so schwer hier überhaupt den Loot zu sehen. Ohne Taschenlampe, ich habe keine Batterie. Keine Batterie. Ich habe noch keine Batterie gefunden oder so. That sucks really, really bad. War ich hier schon? Das kann jetzt hier ein bisschen dauern, ne?
ich diese ganzen Häuser hier untersuchte. Immerhin habe ich hier schon was gefunden, ey. Der Typ verfolgt mich in meinem Haus. Oh Gott, lauf. What do you want? Oh Gott! Ich habe drei Leute hinter mir. Was wollen sie? Weiß ich nicht. What do you want? Go away, please. I'm friendly as fuck. I have no food. No! Leave me alone! No! Was passiert da? Ich verfolge mich! Ich verfolge mich zu dritt! Dann darfst du nicht stehen bleiben, würde ich dir als Tipp geben. Ja, ach! Ich hoffe, es ist hier keine Sackgasse in dem Scheißgebäude. Oh Gott, die kreisen mich ein. Haben die mich getroffen? Nee. Haben die Waffen oder was? Ja, Äxte! No! That's my fucking food! No! Oh, jetzt ist meine Schrift rot, Henrik, unten im No! Come on, dude. I am not friends with the axe murderer. But it's not social to kill some people. Man, let us be friends, come on. I'm not so angry as I'm looking, man. Yeah, really. Yeah, this is my my head is a little bit burned or something, you know, and I have to wear this mask. I don't trust you. I don't trust you. Yeah, trust me, come on, dude. No. Okay, I leave you alone. Bye, dude. Bye. Alles verschwimmt hier, ich sehe schon wieder alles verschwommen, Hendrik. Ja, ich muss jetzt hier weg, ey. Ja, da waren drei Leute mit Mini-Waffen! Ich bin froh, dass ich das überlebt habe, ey. Die wollten nur meine Sachen haben, ey. 100 Pro. Ich habe eine Zipfelmütze gefunden. Ich gehe vielleicht nochmal auf und zu rennen. War die Aufnahme für eine Sekunde aus. Und dann werde ich verfolgt von drei Leuten. Hinten am Waffe, ey. Das zeigt mir nur, ey, mach die verfickte Aufnahme nicht aus. Ah, scheiße, ey. Ja, was geht jetzt? Ich glaube, nee, warte, ich kann mein Essen nicht öffnen, aber ich hab Trinken. Ich hab keinen Trinken. Ja, soll ich versuchen zu dir jetzt zu kommen? Das dauert. Ich bin halt alles ist verschwommen. Ich sehe fast gar nichts. Das ist grau-weiß verschwommen. Na gut, dann brauche ich nicht zu dir zu kommen. Ich fühle mich, wenn ich irgendwas schaue, was kaputt ist. Dann guck durch, wo du spawnst. Ich finde diese Einblendung echt noch. Aber man sieht den Loot ganz gut, weil der jetzt so hier vorhält, so ein bisschen. Farbstil hier. Weil das ganze Haus, ich hab eine schöne Strickmütze gefunden für den Kopf. Aber, mal so trinken, ne. Ja, ich weiß, was du meinst. Gleich geht sogar noch die Taschenlampe aus. Ich glaube, ich trinke mal lieber was My Head Pounds. Also, das irgendwie. Ich hoffe, das liegt daran. Ansonsten keine Ahnung. I feel dizzy. You take a swing from the water. Also wenn die Schrift rot wird und alles verschoben wird, hast du ein Problem. Davor ist eigentlich war vorhin Ordnung. Alles im Rot und jetzt ist auch meine Sicht ein bisschen verschwommen, glaube ich. Ne?
Wenn das ein bisschen schwer auszumachen ist bei Dunkel. Ich kann mich ja mal ein bisschen hinlegen, ein bisschen chillen, ob das bringt. Ich finde Kleidung und alles, aber nichts zu trinken, ey. Wie damals bei der Mod, ich verdurste erstmal. Erster Playthrough. Erstes Mal. Wenn du verdurstest. Das erste, wo ich nicht, wo ich ernsthaft spiele und nicht durch den Bug vom Dach falle. Ich verdurste. I feel lightheaded. I feel faint. Was heißt I feel faint? Faint? Schwindelig, würde ich sagen. Ja, aber was soll ich machen, ey? Willst du noch was essen? Okay, dann essen wir einfach was. Krusty Crunch. Kann auch sein, weil der Magen verdorben ist, dass du deswegen so fühlst. Ja, aber da kann ich leider nichts gegen machen. Ich habe zwar so eine Bloodbag-Dings, Bumsens-Dings, oder kann ich das vielleicht reinpacken? Oh, ein Schraubenzieher habe ich auch noch. I'm feeling hungry. Junge, du hast gerade was gegessen. Wie viel willst du denn essen? Really? Dann esse ich halt noch was. Jetzt habe ich gegessen und getrunken. Wenn du noch mehr willst, kann ich dir nicht helfen. Und dein Salin-Dingsbums kann ich leider nicht benutzen. I'm hunger is satisfied. I feel tired. Jetzt fühlst du dich nur noch müde. Okay. So, ich habe jetzt hier noch ein Buch. Hätte ich noch, habe ich noch gefunden. Ich bin ohnmächtig. Das war's. Oh Mann. Ich glaube, das lasse ich dann voll erstmal sein. Mir ist alles schwarz-weiß. Ja, genau. Du hast getrunken und gegessen. Ich glaube, du bist einfach krank. Ja, das kann gut sein. Aber ich habe ja meine Saline, aber ich glaube, das bringt mir nicht viel, weil ich halt, wie gesagt, mir das alleine nicht geben kann. Oder? Es braucht mehr als das nur. Aber sonst ist alles ziemlich verschwommen. Ne? Ich beende jetzt erstmal. Du beendest jetzt erstmal gut. Also ja, weil. Das denke ich auch gewesen sein mit der ersten Aufnahme. Ja, aber wenn ich jetzt nochmal anfange, dann wird es echt zu spät und dann komme ich morgen gar nicht mehr. Ja, ist ja eh morgen besser, weil dann haben wir endlich mal Tag, kein Schwarz-Weiß-Modus hier. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren die ersten Videos der Daisy Standalone. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass das Ganze mehr oder weniger in Schwarz-Weiß abgespielt wird. Wir werden uns, denke ich, noch viel informieren, aber es gibt auch noch nicht viel Informationen, wie das alles läuft, was man alles für Informationen braucht. Warum es mir jetzt immer noch schlecht geht, wahrscheinlich, weil ich zu viele vergammelte Orangen gegessen habe. Also, esst keine vergammelten Orangen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.